Tannenbaum, o Tannenbaum. Ja. Hey, hallo. Hallo, Tim. Luc, von da an den Podcast. Weihnachten. Bravo. Fest für die Familie, zusammenkommen, schön, Geschenke, bauen. Hast du das gerne? Ja. Ich habe wirklich noch gerne. Ich auch. Man hat ja eine Zeit lang immer so als Teenager müssen dagegen sein. Aber ich bin nie dagegen gewesen. Ja, ich auch nicht wirklich. Ich habe sogar einmal gesagt, die Geschenke und so, ich finde eigentlich auch das noch. Das ist schön, ja. Ja, ich habe es gerne. Ich finde auch cool. Das ist, ja. Ich habe nichts gegen Weihnachten. Ich im Januar auch richtig schnell wieder, bin ich fürs Abrunden und so. Eigentlich. Vom Weihnachten? Ja, ja. Und weißt du, von der Lichtlinie? So. Ah, ja, ja. Das ist dann auch cool. Ah, ja. Und es müsste jetzt auch irgendwie schon im November anfangen. Ja. Mit der Leber, du weißt, wie es ist. Wie ist es? Haben wir irgendwann eine Anekdote von der Weihnachten? Nämlich da hinten hängen sie. Da haben wir in einem Sammel-Charity-Ding, das die Migros gemacht hat, irgendwie gegen Hunger ist. Aber Armut in der Schweiz. Armut in der Schweiz. Ja. Genau. Und man hat sogar Doppelplatine bekommen, ich habe nichts zu tun mit dem Song. Ich habe Doppelplatine bekommen. Ja, völlig absurd. Aber es war auch legendär, auch ein bisschen absurd. Wir sind dort eh noch in französischen Wallis, in ein mega Nobelhotel reingekommen. So ein Zimmer für mich, ein riesiges Ding, ein riesiger Geschenkkorb, voll mit Essen. Und es blieb dann, danke für deine Mithilfe gegen den Hunger. Und ja, okay. Genau, und dann haben wir noch auf Kosten vom Auftraggeber ein bisschen trinken an der Bar, Hotelbar. Und wir haben gefunden, ja, das ist eine gute Idee. Und wir haben gerne Moitos. Und der Barkeeper ist quasi, also wirklich behauptet, dass ich Europameister im Mojito Mix. Und das ist also sensationell gut gewesen. Und wir haben zugeschlagen und am nächsten Tag nicht mehr so frisch ausgesehen für das Video. Aber nein, es hat ja gleich gemeint, gell? Es hat ja gemeint. Er hat zurückgehalten, professionell. Gut, jetzt haben wir aber noch einen Weihnachtswunsch-Song, oder? Ja, genau. Ja, ah ja. Wir haben gedacht von den Fantastischen Vier. Frohes Fest.